KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur 752. Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Schönes Hallo auch von mir. Hier ist der Erik. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir haben Filme mitgebracht. Jede Menge. Jede Menge sehe ich hier. Mal gucken, ob wir die alle überhaupt schaffen. Der wichtigste Film diese Woche für uns war die Sneak Preview von Knock at the Cabin, der neue Film von M. Night Shyamalan. Ja, darüber reden wir dann gleich. Dann sehe ich hier im Heimkino noch Eingeschlossene Gesellschaft, haben die Kate und der Chris noch nachgeholt. Der lief ja mal in der Sneak, aber da konnten beide damals nicht. Doc sehe ich hier, lief auch in der Sneak. Also, oh, das ist ja heute eine Sneak-Folge. Was eigentlich nicht in der Sneak lief, war Secret Headquarters, den habe ich gesehen, auf Paramount Plus und Firestarter. Mal gucken, ob wir zu allem noch kommen. Und ich sehe hier eine Notiz noch im Bereich Games. Dieses relativ unbekannte Indie-Game Hogwarts Legacy hat jemand gespielt. Wer hat das gespielt? Oh mein Gott. Okay, News gibt's noch und natürlich Musiktipps am Ende. Und fangen wir doch gleich mal an mit der Sneak Preview von Knock at the Cabin. Nachdem ja M. Night Shyamalan den letzten Film, den wir in der Sneak hatten von ihm, das war The Visit, wo dieses Geschwisterpärchen ihre Großeltern besuchen möchte und die haben sie irgendwie, glaube ich, noch nie gesehen gehabt oder so und sie müssen da in der USA irgendwo weit hinfahren und ja, dann ist irgendwie alles ein bisschen weird, als sie dann dort ankommen und wie man das dann so kennt von Shyamalan, ja, ist da alles sehr mysteriös und man weiß nicht so recht und gruselig und so, ja, und zwischendurch, also vor diesem The Visit, hat er ja ein paar Filme gemacht, die gelinde gesagt nicht so gut angekommen sind. Ja, ich denke nur an diesen The Last Airbender und ich glaube diesen Will Smith Scientology-Film hat er auch gemacht, diesen After Earth oder so. Und ja, da hat er ein bisschen Vertrauen verspielt gehabt, auch von mir. Und mit The Visit hat er mich ein bisschen zurückgeholt. Und bei Knock at the Cabin, kleiner Hinweis, nicht den zweiten Trailer anschauen, an alle, die den Film noch sehen möchten. Weil der zweite Trailer, der spoilert einfach mal alles und ist da wirklich völlig gnadenlos. Deswegen wirklich, wenn überhaupt, dann nur den ersten Trailer anschauen. Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, wir werden wahrscheinlich einen Spoiler-Talk noch dranhängen, aber dann werden wir rechtzeitig warnen. Also oder wir schweigen uns einfach aus. Oder so, ja. Also bei Knock at the Cabin geht es darum, dass ein Pärchen, zwei Männer, in einer Hütte ihren Urlaub verbringen wollen. So eine schöne Hütte am See irgendwo in den USA, wie das halt so ist. Die fahren ja gerne raus aus den Großstädten. Sie haben eine kleine Tochter, die haben sie adoptiert. Und das erfahren wir dann auch so in ein paar Rückblenden. Und diese Tochter ist gerade draußen beim Spielen, als Dave Bautista vorbeikommt und sich mit ihr unterhält. Ja, Drax. Und sich mit ihr unterhält über das, ja, sie pflückt da gerade irgendwelche Blumen oder sammelt irgendwelche Grashüpfer und so. Und unterhält sich da mit ihr ganz nett. Und dann ist aber die ganze Zeit schon so eine weirde Grundstimmung. Die Tochter geht dann ins Haus und sagt ihren Vätern Bescheid, dass die doch mal alle Türen verrammeln sollen. Irgendwie, oder dass da gleich jemand kommt, den sollen sie nicht reinlassen, weil der irgendwie komisch ist. Und so ist es dann auch. Es klopft nämlich an der Tür, dieses Bekannte aus dem Filmtitel Knock at the Cabin. Davor steht eben Dave Bautista und zusammen mit noch drei anderen, die da noch mit aufgeschlossen haben. Na, insgesamt sind es vier. Nee, insgesamt. Moment. Sind es vier? Ja, Dave Bautista. Ja. Ich nehme alles. Ja. Ich denke, ich hätte jetzt, da hätte man den Spoiler-Tag vorziehen müssen, da hätte ich dir gesagt, warum das vier sind. Ja, ja, ich weiß, ich habe es gerade nochmal innerlich Review passieren lassen. Also. Okay, unter anderem, ja, du hast mich jetzt gerade selber ein bisschen rausgebracht, unter anderem Rupert Grint, den man ja kennt, zum Beispiel aus Harry Potter.
Und alle, die, ja, alle haben so ziemlich archaische, selbstgebaute Waffen, also irgendwelche Keulen, wo irgendwelche komischen Messer dran befestigt sind, oder Dave Bautista, der hat so eine Art Mistgabel, wo an der Seite eine Klinge befestigt ist und sowas. Und diese Typen, also zwei Frauen, zwei Männer, also Dave Bautista, Rupert Grint und noch zwei Frauen, gespielt von, wo haben wir es hier, Nikki Amuka Bird und Kristen Cui, C-U-I schreibt die sich, Cui, die ja, wollen halt Einlass in diese Hütte haben, und dadurch, dass die halt so gruselig aussehen und mit Waffen, sagen die natürlich, nee, also auf keinen Fall, also geht weiter. Und die sagen aber, nee, wir wollen euch nichts tun, wir haben nur eine wichtige Botschaft für euch. Und ja, ich glaube, viel mehr darf man eigentlich fast nicht erzählen hier, ohne Spoiler-Talk. Ja, wird schon schwer dann, das, ja, ist schon richtig. Es wird schwer, es ist auf jeden Fall so, sie bekommen natürlich dann Einlass, zumal es auch so ist, die Hütte, die hat halt rundherum Glasfenster, und irgendwann zerschlagen die halt die Glasfenster und kommen halt rein. Da hilft es halt nicht, dass man das Fenster einfach schließt oder so. Das ist halt, ja, hilft halt nichts gegen welche, die dann mit irgendwelchen Keulen diese Fenster einschlagen und einfach da zum Fenster reinsteigen. Keule. Und ja, sie überbringen dann die Nachricht. Die ist, wie man es im Trailer schon sieht, einer von den dreien, also sprich von den zwei Vätern oder die Tochter, einer von den dreien muss sterben, damit die ganze Welt weiterleben kann. Und was man noch spoilerfrei sagen kann, das ist jetzt, was jetzt so ein bisschen klingt wie so ein Home-Invasion-Film mit irgendwelchen Verrückten, schwankt dann so ein bisschen hin und her. Also die, in Anführungszeichen, Opfer werden halt gefesselt und bekommen diese Nachricht überbracht, und die sagen natürlich zu den anderen, ey, sag mal, spinnt ihr oder was? Wie kommt ihr auf diese Idee? Und es schwankt dann so ein bisschen hin und her, sind die verrückt oder ist da was dran? Oder sind die zum Beispiel einer Verschwörungstheorie vielleicht aufgesessen? Und dafür gibt es halt auch deutliche Anzeichen. Eins davon ist zum Beispiel, dass denen einer von denen bekannt vorkommt aus ihrer eigenen Vergangenheit. Also, dass da vielleicht einer irgendwas inszeniert hat, damit die anderen mit ihm zusammen da das durchführen. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch. Und wir bleiben jetzt ganz bewusst mal spoilerfrei. Aber ich glaube, so langsam können wir nicht mehr. Jetzt müssen wir mal in den Spoiler-Talk gehen. Und Kate müsste sich vielleicht mal kurz rausklinken, falls sie den Film noch sehen möchte, weil der ist echt sehr gut. Ja, sagt nichts, Kate. Okay, du bist gewarnt worden. Mir ist das doch wurscht, ich gucke die Filme trotzdem. Ja, also die Nachricht, die überbracht wird, ist eben dieses, damit die Welt nicht untergeht. Und sie sagen halt, alle hatten eine Vision von einem göttlichen Wesen, was eben sagt, okay, es werden Plagen über die Welt kommen, wenn nicht das ausgeführt wird, was die eben gesagt haben, dass sich einer opfert. Und sie werden sie immer fragen. Und solange wie die Antwort nein ist, wird sich einer von denen umbringen. Also sie werden viermal fragen. Und wenn die Antwort nein ist, wird sich einer von den vier Reitern der Apokalypse das Leben nehmen. Opfern. Ja, opfern, genau. Und dann wird eine Plage über das Land kommen. Und sie zeigen das dann halt auch, indem sie zum Beispiel, nachdem sich die erste Person opfert, da wird der Fernseher angemacht, und es gibt halt dann so Tsunami-Warnungen in diesem, oh, wegen den Erdbeben, die da kommen und alles. Also im Fernsehen. Ist dann schon so ein bisschen so, oh. Ja. Hubala. Wobei natürlich, es gibt dann immer wieder diese Sache, ja, das Erdbeben, das fand halt schon Stunden vorher statt, bevor die diese Nachricht überbracht haben. Und diese Auswirkungen des Tsunamis und diese Welle, die da aufs Land geschwappt ist, das war halt alles schon vorher passiert, bevor die überhaupt da eingedrungen sind in die Hütte. Und deswegen, ja, analysieren die halt immer mehr ihre Peiniger, um da rauszufinden, was nun wirklich dahinter steckt. Und dieses Psychospiel, ich bleibe ganz bewusst immer noch ein bisschen spoilerfrei, weil vielleicht hört das auch jemand, der den Film noch sehen möchte, weil ich möchte das Entscheidende eigentlich nicht verraten. Und ja, auf jeden Fall, ja, haben wir noch was jetzt zu sagen hier in diesem wirklich spoilerbehafteten Teil, oder wollen wir eigentlich mal in die Kritik gehen und dann würde ich, naja, wieder zurückgehen, es, oder? Sagen wir es mal so, es ist tatsächlich
vieles irgendwie super strange und super seltsam und doch anders, als man eventuell auch selber denkt, sagen wir es mal so. Das ist ja das Schöne an diesem Film, dass man eigentlich die ganze Zeit denkt, oh, okay, also man denkt eigentlich genauso wie die Gefangenen, ja, man denkt so, ey, die spinnen ja total hier, die haben ja eine Meise, was soll das? Aber dann verdichten sich halt die Anzeichen und man denkt so, hä, vielleicht ist da doch was dran, und dann werden aber so Sachen enthüllt, wie dass sie den einen aus ihrer Vergangenheit kennen und dass die alle auch zusammen in irgendwelchen dubiosen Internetforen unterwegs waren und so, ne? Und man kennt das ja spätestens seit Corona, seitdem es da irgendwelche Telegram-Gruppen gab, wo die Leute völlig verblendet waren. Und ich meine, wir hier in Stuttgart haben es auch ganz hautnah mitgekriegt mit irgendwelchen Querpfosten, die da rumgerannt sind. Und kriegen wir hier jede Menge immer noch mit. Ja. Also das waren so die damals in den Stuttgart 21-Demos ihre Erfüllung gefunden haben, und als das dann irgendwie abgeebbt ist, als sie gemerkt haben, da bringt es nichts mehr, da sind sie dann, haben sie einfach das Ziel gewechselt. Ja, okay. Also da muss ich die oben bleiben, die mir auf den Sack gehen. Alle gleich bescheuert, sagen wir so. Ja. Nee, die haben wenigstens, die mit dem oben bleiben, haben wenigstens realistisches Ziel und auch einen relativ klaren Blick und wissen auch, was Sache ist eigentlich. Sagen wir so, vielleicht 90% von denen, auf die trifft das zu. Es gibt da immer noch so 10%, ja, ich kenne da auch welche. Total, die haben gewaltig einlaufen. Also Kunstlehrer vor allem, aber das weiß ich schon. Ich hatte einen coolen Kunstlehrer damals. Der war echt cool. Ich hab, der war selber Maler. Der meine ehemalige Kunstlehrerin, wo ich immer wusste, dass sie eine Macke hat, auch da schon mitlaufen gelassen. Okay. Aber sei es drum, das ist denn ihre Sache, das ist Demokratie, man hat sie, man kann seine Meinung frei äußern, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht vielmehr darum, dass die sagen ja, es ist hier keine Demokratie, ne? Ja, eben. Das sollen sie mal in die Türkei gehen und demonstrieren oder so. Naja. Nein, wo waren wir im Spoiler-Talk immer noch, ne? Ja. Bisschen arg abgeschweift. Falls wir wieder rübergehen wollen, eigentlich sind wir so weit. Das sollten wir. Entscheidende verraten wir ja nicht. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück. Achtung, Spoilerwarnung. Eigentlich bräuchte ich so ein Ende Spoilerwarnung, aber da hätte ich hier noch eine Taste zu belegen. Das überfordert mich schon immer hier. Also was ich halt echt spannend fand in dem Film, dass der immer so, dass man selber als Zuschauer jetzt auch nicht weiß, okay, wie viel ist da dran? Und ich meine, wir kennen das alle, gerade amerikanisches Fernsehen ist da auch immer noch ein bisschen eine Zacken schärfer. Ich empfange ja auch über Satellit einige amerikanische Nachrichtensendungen und so. Uiuiui, also da wird ja alles gnadenlos aufgebauscht und alles sieht nach Apokalypse aus, ne? Und dass die da natürlich hier Zweifel hegen, ist klar. Und die Frage ist ja, okay, was steckt da nun dahinter? Ja, was passiert da? Und ich war wirklich, ja, also wenn ich an die Nägeln gekaut hätte, wenn ich ein Nägelkauer gewesen wäre, hätte ich die ganze Zeit an die Nägel gekaut, um es mal so zu sagen. Der Film war so spannend durch diesen Psycho-Thrill, den er hatte. Fand ich richtig gut. Und ich fand auch gut, dass eben Shyamalan nicht wieder so einen Budenzauber gemacht hat wie bei seinen schlechten Filmen, dass er irgendwie versucht hat, nur noch so den großen Kniff noch reinzubringen, mit dem keiner gerechnet hat, sondern es ist zwar schon ein bisschen ein heftiges Ende, aber es ist jetzt nicht so, wie man es von seinen schlechteren Filmen kennt, dass man sagt, okay, dafür das Ganze, wirklich, echt jetzt, sondern das ist so ein Ende, wo man sagt, oh, okay, den Film muss ich nochmal sehen. Ja, also ob ich ihn nochmal sehen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ihm definitiv gelungen, die ganze Situation, in der sich eben auch die Geiseln befinden, tatsächlich so hinzudrehen, dass man irgendwann anfängt so, okay, man fängt an zu hinterfragen, man fängt ganz arg vieles an zu hinterfragen, auch Szenen, die schon waren, zu hinterfragen, und das ist ein Stück weit eine Kunst, das so hinzukriegen. Und ja, der Film hat sehr gut unterhalten. Er ist auch jetzt nicht so lang, muss ich sagen. Es ging nur knapp 100 Minuten oder sowas, glaube ich. Das tut ihm auch sehr, sehr gut. Also es ist jetzt nicht so aufgebläht, dass alles so ultra episch erzählt wird, sondern es wird gut und knackig erzählt. Und ja, Dave Bautista richtig stark, muss ich sagen. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen in der Rolle. Das will ich nicht sagen,
überrascht mich, als wenn man sieht, wo er herkommt. Aber der hat wirklich, glaube ich, noch einiges in seiner Filmkarriere vor sich, was auch gut ist. Also der kann auch ganz andere Rollen spielen, wie nur den kompletten Haut drauf wie Drax oder sowas. Deswegen insgesamt eine echt runde Sache in meinen Augen. Ein Film, der echt Spaß gemacht hat, der spannend war, der eine coole Geschichte erzählt hat. Also ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Ja, definitiv. Also gerade auch, was du gesagt hast mit Dave Bautista, ja, den in dieser Rolle zu sehen, mit dieser Tiefe, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt völlig abgedriftet oder ist das eigentlich ist er ja netter, ja, der ist trainiert irgendwelche Volleyballmannschaften oder wenn ich es recht erinnere, oder irgendwelche Baseballmannschaften und Fußball. Irgend sowas, ja. Und ja, das ist schon krass, ey, ne? So richtig gut gespielt auch und Wahnsinn. Ich mochte auch sehr die Musik von Hördis, ich spreche es bestimmt falsch aus, Hördis, Stefan Stötte. das hat mich sehr erinnert an die Musik von Johan Johansson, der leider verstorben ist 2018, der ja zum Beispiel für Arrival und so die Musik gemacht hat und für Prisoners, glaube ich, und da auch Oscar gewonnen hat, der ein bisschen an seinem eigenen Ruhm, würde ich mal sagen, an seinem eigenen Erfolg ein bisschen zugrunde gegangen ist und dadurch, ja, und das hatte mich schon sehr daran erinnert. Ich fand es genauso dicht, so dieses Bedrohliche, diese Flächen, die da reinkamen und so. Und das hat in dieser schönen Welt, diese Cabin, die da irgendwo an einem See ist und so, und wo die draußen erst so Blümchen pflücken und so, da hat das irgendwie noch dazu geführt, ja, dass man so eine ganz bedrohliche Grundstimmung hatte, so ganz subtil. Und das fand ich richtig gut, ey. Ja, also ich habe auch in unserer Gruppe und auch in der Kritik, die ich schon veröffentlicht habe, weil der Film ja diese Woche anläuft, habe ich sie schon mal gepostet, habe ich 9 von 10 Punkten gegeben und bin auch sehr angetan davon und hat mir echt gefallen. Was gibst du? Ich gebe ihm 8 von 10, starke 8 von 10. Ja, war mal eine echt geile Sneak. Sehr gut. Ja. Und was ich auch gut fand, ist, dass der jetzt nicht solche irgendwie heftigen, unnötigen Schockeffekte hatte, und das war auch das, was ich meinte, dass er auf irgendwelche unnötigen Sachen einfach verzichtet oder irgendwelche ja ganz brutalen Szenen. Es waren zwar irgendwie so ein paar brutale Sachen drin, aber irgendwie entstand dieses eher so im Kopf, ne? Das war, man hatte eigentlich nichts gesehen und so, das ja. waren ein paar heftige Sachen drin, ja. Also top Sneak auf jeden Fall, und für mich jetzt schon mal so, dass ich meine, das Jahr ist noch jung, aber ich wüsste nicht, was da noch so für ein Thriller oder für so ein Mystery-Ding noch kommen soll, was mich so umhaut wie der. Richtig gut. Mal schauen, was dann vielleicht in der nächsten Sneak, vielleicht kommt da wieder sowas, was mich umhaut. Wie lautet denn da der Tipp? Macht euch doch nichts vor, lautet der Tipp der Kinoleitung. Und es sind drei Tipps eingegangen. Einmal, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Dann Sonne und Beton und What's Love Got to Do with It? What's Love? Das ist doch Tina Turner, ne? Aber was? Ja, ich glaube, der Tina Turner Film. Nee, das ist nicht der Tina Turner Film, das ist ein anderer Film. Ja, ich hab geguckt, das ist ein anderer Film. Okay, dann ist irgendeine Romanze oder was, mit welchen die sich irgendwie kriegen und nicht kriegen, also, und so. Da könnte es ja, passen. Ja. Ich hab zumindest da irgendwie schon mal was anderes gesehen, aber. Ich sag mal, wenn verifiziere das mal. Wenn der Martin das tippt, der kennt sich ja aus, also dann wird es schon was. Grüße übrigens. Das nämlich hat nämlich, also wie gesagt, ich glaube, es ist was mit Lily James und sowas, das hat nichts mit dem Film zu tun. Got to do with it. Lass mal gucken. Lily James, Shahat Lafiti, Chabre, irgendwas, ich kann es nicht, den Namen nicht falsch aussprechen. Für eine Dokumentarfilmerin namens Zoe ist die Suche nach dem Richtigen gar nicht so leicht. Zumal Dating-Apps ihr immer nur Dates mit den Falschen einhandeln. Okay, alles klar. Das hat nichts mit Tina Turner zu tun. Nein, hat's nicht. Klingt nicht so, ne. Ja, Sonne im Beton, was ich getippt habe, das ist die Verfilmung von dem Roman hier von dem, wie heißt er? Der Comedian mit dem erfolgreichsten Podcast hier. Mit dem Hack-Podcast hier. Ihr wisst, wen ich meine. Gemischtes Hack. Ja, gemischtes Hack hier. Wie heißt der? Der Comedian. Weiß ich nicht. Der aus Berlin.
Nein. Felix Lobrecht. Genau, den. Von dem ist das, da geht es auch irgendwie darum, irgendwelche Leute, die was vorgeben und so. Und bei dem dritten Tipp, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das klingt nach, es ist eine Dramakomödie. Die Kindheit des siebenjährigen Joachims, der mit seiner Familie in einer Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie lebt, ist nicht alltäglich. Ach du gute Güte. Nee, nicht sehen Montagabend, ey. Ja. Novelle. Hust, hust. Wie lange geht denn What's Love Got to Do? 1:48, ja, das wäre mein Favorite dafür. Eine seichte Romantikkomödie. Ja, das kann man mal machen. Sonne im Beton, dann Platz 2 und der weit abgeschlagen auf 3, wenn ich eine Wunschliste hätte. Okay, was läuft noch so an im Kino? Auf was können wir uns freuen? Ich glaube, ich weiß, was diese Woche anläuft, nachdem ich letzte Woche da kleine Verwirrung gestiftet habe. Das war eine sehr lustige Diskussion. Kinocharts und Neustarts. Ihr habt mich sehr amüsiert. So, ja, das läuft war, dann an. Ganz hervorragend war das, ja, voll durchgedreht. Am schönsten war dann irgendwann, Junge! Junge! Ich glaube, der steht jetzt auch diese Woche gar nicht drin. Weil nee, der steht nicht drin. Ja, bei Filmstadt steht er drin. Also Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Wird übrigens ich habe auf dem ARD hatte ich so eine Art Making-of gesehen, so eine Featurette zu dem Film. Und da haben sie den immer nur Ant-Man and the Wasp genannt. Und haben gesagt, er läuft diese Woche an. Deswegen war ich auch noch so, hä? Okay. Ja. Und Ant-Man and the Wasp, wie ist ja der vorhergehende? Also die haben noch nicht mal dieses Quantumania genannt. Ne? Naja. Ja, das ist einfach um den Quantumania und Quantanamena. Quantanamena. Genau. Es läuft ebenfalls an A Perfect Addiction, ein junges Romantik- und Rache-Drama um eine Mixed-Martial-Arts-Trainerin, die sich an ihrem Ex rächen will, indem sie dessen gefährlichsten Gegner im Ring aufbaut. Da gab es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da angemeldet seid bei dieser Umfrageseite für Kinofans, was ich euch mal geschickt hatte, da gab es eine Umfrage dazu, ob man den sehen möchte und wie eben so die Story und so. Ja, weiß ich nicht. Es läuft auch noch an Knock at the Cabin und den können wir, glaube ich, wärmstens empfehlen. Schon mal von gehört, ja. Dann läuft ein Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Spanisches Animationsabenteuer, in dem 3 Mumien aus ihrer unterirdischen geheimen Stadt im alten Ägypten in die Welt der Lebenden vordringen müssen, um einen königlichen Ring zurückzuerlangen. Wie heißt denn die geheime Totenstadt? Saqqara. Kann ich hier mit Wissen glänzen. Du hast ja auch selbst die Frage gestellt. Aber Spanisch, das hatte gerade so leichte ja. Franz Beckenbauer-Vibes. Ja, warum ist der Ball rund? Ja, weil er nicht eckig ist. Aber spanisches Animationsabenteuer, ich weiß nicht. Bigger than his Dokumentarfilm. Final Cut of the Dead läuft noch an. Da verlost der Chris immer T-Shirts in der Sneak Preview. Ein einziges? Nein, das war schon das zweite, weil du hast ja schon mal eins, als der Film gerade lief in der Sneak, hast du schon mal eins verlost, hast du doch gesagt. Nein. Nee? Ich hatte nur eins. Ich hatte das da schon in meinem Schrank liegen und habe es nicht realisiert, dass der Film ja heute kommen könnte. Ja, wenn das nicht weiß wäre, das T-Shirt, wäre es auch was für mich. Aber ein weißes T-Shirt ziehe ich, glaube ich, nie an. ja, Final Cut of the Dead haben wir vor 1, 2, 3 Ausgaben hier in der Sneak besprochen. Dieses Remake von dem japanischen Film One Cut of the Dead, sehr, sehr lustig. Also mir hat er wahnsinnig gut gefallen. War ganz gut, ja. Es startet ebenfalls noch hier, Acropolis Bonjour, Monsieur Thierry macht Urlaub. Eine französische Komödie. Ist quasi, der fliegt da irgendwie nach Griechenland und das ist so ein bisschen wie Stieß oder so, alles ist halt anders, bisschen Culture Clash und so, glaube ich. Was haben wir noch? Stonk läuft nochmal an, wahrscheinlich in dieser Reihe Best of Cinema. Die Komödie von Helmut Dietl über den Stern-Skandal hier mit den Hitler-Tagebüchern und so. Ist übrigens, gibt es einen sehr empfehlenswerten Podcast über das Thema mit Original-Tonband-Mitschnitten von den Telefonaten, die damals geführt wurden zwischen dem Stern-Redakteur und dem Fälscher, der hier ganz aus der Nähe kam. Ne? Der hatte hier in Ludwigsburg dann eine Galerie, der Typ, ne? Ja. Also empfehlenswerter Film, ob man jetzt nochmal ins Kino muss, weiß ich nicht, aber ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, angucken.
Genau, und ansonsten war es das eigentlich, oder? Also. Ja, sieht so aus. Haben wir bei Filmstarts noch irgendwas, was hier... Da gibt es noch einen, der heißt Sorry, Genosse, ein Film. Ach nee, der ist 9. Februar, Moment. Ich bin eine Woche... Nee, dann passt. Maidan gibt es noch. Ein Film, wahrscheinlich über die... Das ist Drama-Biografie Bollywood Sport. Okay, ich dachte, es geht um die Demos auf dem Maidan in der Ukraine, aber es ist ein Sportdrama, was die goldene Ära des indischen Fußballs zeigt, zwischen 1952 und 62. Es stellt den Star-Trainer Syed Abdul Rahim vor in den Mittelpunkt, der für mehr als 10 Jahre die Nationalmannschaft des Landes coachte und mit seiner Mannschaft den 4. Platz bei den Olympischen Spielen in Melbourne erreichte. Okay. Okay. Ja. Alles klar, was haben wir denn so in den Top-Filmen? Top 5? Top 5, ja. Top 5 ist, Platz 5 ist Caveman. Die Filmadaption des gefeierten gleichnamigen Bühnenstücks mit Moritz bleibt treu in der Hauptrolle. Platz 4 hält sich echt lange. Megan ist auch nicht so schlecht. Platz 3, Der gestiefelte Kader, der letzte Wunsch. Platz 2, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Die haben wieder getauscht mit Platz 1 jetzt Avatar 2, The Way of Water. Water. Ich bin mal gespannt, ob bei uns dann auch, wenn Knock of the Cabin at the Cabin anläuft, ob der dann auch den Platz 1 der Kinocharts einnimmt, wie er nämlich in den USA getan hat. Knock at the Cabin ist dort einfach mal sofort auf Platz 1 der Kinocharts reingestiegen und hat Avatar sogar auf Platz 3 verdrängt. Auf Platz 2 in den USA ist nämlich 80 for Brady. Das ist wahrscheinlich so ein Brady Bunch Reunion-Film, oder? A group of friends made it their lifelong mission to go to the Super Bowl and meet NFL Superstar Tom Brady. Nee, doch irgendwas anderes. Tom Brady geht's, nicht Brady Bunch, okay? Alles klar, ja. Der Super Bowl ist heute Nacht. Ja. Yay. Woohoo. Go Sports. Guck ich nicht. Wenn dann die Oscars. Ich werde es wahrscheinlich gucken. Ja. Ja. Du kannst ja ausschlafen morgen. Mehr oder weniger. Hm. Aber was ich gehört habe, meine Freundin, die Annemarie und die Luise, die fliegen einfach mal zur Oscarverleihung nach Los Angeles. Nein. Anfang März. Ja, und schließen dann noch einen kleinen Roadtrip an, wo sie dann noch nach Las Vegas fahren und nach Seattle. Ja, mit dem haben sie schon geschrieben, weil den kennen sie auch. Mal sehen, ob sie so weit vordringen können am roten Teppich. Bis dahin glaube ich nicht, weil da ist ja alles abgesperrt, aber die werden schon irgendwo in der Nähe sein. Also ich empfehle dann vielleicht mal auf Instagram die beiden zu abonnieren. Die werden da bestimmt einige Stories machen. Also die Annemarie heißt dort Lost Marie. Und die Luise, weiß ich gar nicht, ich glaube Lulu04. Aber ich werde es mal mit verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr den beiden mal folgen, wenn die dann Anfang März in L.A. sind. In L.A. Top bei den Streaming-Diensten in Deutschland. Platz 1, Netflix, ist Your Place is Mine. Und bei den Serien ist es You. Nein, der heißt Your Place or Mine. Or Mine, ja genau. Your Place or Mine. Den habe ich gestern Disney, Black Panther, Wakanda Forever. Amazon, Harry Potter und Der Stein der Weisen, Platz 1. Paramount Plus, Top Gun Maverick. Und was haben wir noch? iTunes, irrelevant. Rakuten gibt es auch. Was war das? Hat jemand Rakuten oder Chili? Nein, okay. So, was haben wir denn noch im Angebot? Wir haben im Heimkino hier ein paar Sachen. Heimkino. Ja, Kate und Chris, ihr habt jetzt mal Eingeschlossene Gesellschaft nachgeholt. Der lief ja mal in das Video. Oh ja. Ich glaube, den stelle lieber ich vor, sonst kriegen wir hier einen bösen Chris. Ja. Oder? Bitte. Du kannst ihn auch verstehen, aber ich dachte vielleicht... Oh, ist ja relativ simpel gesagt. Also worum es geht, ist relativ simpel gesagt. Ja. Außerdem hatten wir den ja hier auch schon in der Sendung. Aber bitte, mach. Ja. Nee, bitte sprechen Sie jetzt. Ja, ist okay. Okay, es geht um eine Gruppe Lehrer, die an ihrer Schule am Freitagnachmittag im Lehrerzimmer hocken. Die sind alle ein bisschen seltsam, finde ich zumindest, und können auch nicht unterschiedlicher sein. Wir haben Lehrer. Einen, ja, wir haben einen Sportlehrer, einen Chemielehrer, eine Referendarin, eine, ich glaube, Deutschlehrerin und eine Lateinlehrer. Französisch Musik, Entschuldigung. Hätte aber auch Deutschlehrer sein können. Einen,
Was ist denn der andere da? Also der eine ist Lateinlehrer und dann ist da noch so ein komischer Vogel. Ich weiß nicht, was der macht. Na, auf jeden Fall sind die im Lehrerzimmer noch am Freitagnachmittag, als es plötzlich an der Tür klopft und ein Vater vor der Tür steht und den Lateinlehrer sprechen möchte. Denn sein Sohn wird, so wie es aussieht, nicht zum Abi zugelassen, wegen einem Punkt, der ihm fehlt. Und dieser Punkt, diesen Punkt hätte er wohl in der Lateinprüfung haben müssen. Oder ja, in der Bewertung halt von dem Lateinlehrer. Und das eskaliert dann ein bisschen, sodass der Vater die Lehrer dazu zwingt, die Klassenkonferenz abzuhalten, und zwar jetzt sofort. Und er zwingt sie mit vorgehaltener Waffe. Also schließt er die in dem Lehrerzimmer ein und sagt, wenn ich in anderthalb Stunden wiederkomme, wieder reinkomme, dann habt ihr euch entschieden. Und zwar, und dann werdet ihr mir erklären, warum mein Sohn diesen Punkt doch noch verdient. Und dann geht's halt los. Und es wird über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über den Schüler und über die Punktevergabe. Und das ist aus meiner Sicht. Sie wollen schon sprechen, aber der entscheidende Lehrer, an dem es klemmt, der sagt, nö, ich will da nicht drüber reden. Und dann werden halt andere Fässer aufgemacht. Ja. Ja. Genau. Genau. Und ich finde es zum einen, also ich fand es am Anfang urkomisch, dann fand ich es etwas verstörend und dann fand ich es teilweise ein bisschen abstrus, weil es halt sehr überzeichnet ist, da es ja auf einem Theaterstück basiert. Und ich habe ja so einen kleinen Einblick in die Sache mit den Lehrern und dem ganzen Schulsystem durch meinen Mann, aber ich glaube nicht, dass das je so ablaufen würde. Und ich habe einen leichten Logikfehler entdeckt, wo ich mich frage, warum man den nicht mit eingebunden hat in den Film. Aber ansonsten hat er mich extrem gut unterhalten, der Film. Weil der Film dann nach 10 Minuten gewesen wäre, darum. Ja, aber nein, man hätte es ja ansprechen können und dann auch so wegbügeln können, wie alle anderen Vorschläge, die gemacht wurden. Dann, was soll ich sagen, die Polizei kommt extrem schlecht weg wieder mal bei dem Film, was irgendwie immer bei Filmen stattfindet. Und ansonsten, ich fand den Film ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut. Ich habe den mich hat er sehr unterhalten, aber ich weiß halt, dass das A so nicht funktioniert und B sehr überzeichnet dargestellt ist und dass ich glaube teilweise die Lehrer so nicht mehr im Dienst wären. Und da kommt dann jetzt der tatsächliche stellvertretende Schulleiter ins Spiel, der da mehr Ahnung hat. Was davon ist real und was davon ist Theater, Chris? Ist 100% Theater. Ja, dachte ich mir. Also ich habe den Film ja auch angeguckt, weil ich als Betroffener und als Vater kann sagen, dass ich mich mehr oder weniger durch den Film durchgequält habe, weil ich es einfach komplett unredlich fand. Also in mir hat es echt hochgekocht, weil es so Panne war. Es war klar, die Charaktere komplett überzeichnet, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Es bedient allerdings ganz wunderbar die Klischees, die in der Öffentlichkeit einfach vorherrschen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, wird den Lehrern, dem Großteil der Lehrer, die heutzutage an Schulen unterwegs sind, überhaupt nicht mehr gerecht. Auch das ganze System, was angesprochen wird. Also es ist schon dieses Jahr, der Sportlehrer, der hat was mit der Referendarin, mit der jungen, hübschen Referendarin und dann ist die nächste, ist voll eifersüchtig drauf und Chemielehrer, ja, aber gut, Chemielehrer sind wirklich immer Freaks, also deswegen ist das unserer auch, ey, der war ja, vor allem am Gymnasium. Der und hat mal mit glänzenden Augen erzählt, dass er Buttersäure gekostet hat. Ja, hervorragend. Also was man halt sagen muss, am Gymnasium arbeiten ja, oder haben früher auch noch andere Typen gearbeitet, wie jetzt bei uns an der Realschule so, weil die ja wirklich dieses Studium absolviert haben und sich ja da auch teilweise wirklich auf einem ganz anderen Level wähnen und da halt auch ganz viel Pädagogik flöten geht. Was mich halt extremst gestört hat, ist dieses so jeder gegen jeden und es wird von allem sowas aufgedeckt und für mich war es tatsächlich so ein bisschen, aber wir müssen so krampfhaft für jeden irgendwie eine Geschichte zusammenbasteln, die wir dann dann sagen können, hahaha, ja, typisch Musiklehrerin, hahaha, typisch Sportlehrer, hahaha, typisch Lateinlehrer. Ich fand es super nervig, auch diese geistige Inflexibilität, sagt man, glaube ich, in dem Fall, weil es einfach
komplett Banane war. Also erstens, rein, von der rein rechtlichen Sache ist es komplett Banane, weil für die Notengebung ist der Lehrer zuständig. Das kann, da kann keine Klassenkonferenz zusammenkommen und sagen, ja, aber gib ihm doch. Sondern in der Klassenkonferenz hockt man zusammen, bespricht die Noten, wenn überhaupt, wenn es um einen einzelnen Schüler geht. Und dann entscheidet am Endeffekt immer noch der Lehrer selber und nicht die Mehrheit entscheidet, du gibst ihm jetzt eine 4. Also so ein Quatsch, das gibt es mal gar nicht, das geht gar nicht. Das ist also rein rechtlich schon nicht möglich. Dann, was auch rein rechtlich nicht möglich ist, ist, die Klassenkonferenz setzt sich aus den Lehrern zusammen, die in der Klasse unterrichten und die auch den Schüler unterrichten. Nach meinem Wissen hat die Referendarin mit abgestimmt und das hat die Musiklehrerin rechtlich korrekt gesagt, die dürfte gar nicht mit abstimmen. Also auch da der nächste rein fachliche Fehler. Und ja, das kann man jetzt sagen, oh, siehst du nicht so eng. Nee, da bin ich Beamter und muss sagen, also nein, das muss schon in einem korrekten Rahmen ablaufen, dass dann um die Uhrzeit am Freitag ausgerechnet so eine Gruppe an Lehrern noch da ist. Mein Gott, was haben denn die da teilweise noch gemacht? Also zwei wollten noch ein bisschen rumbumsen. Einer hat halt sein Chemiezeug gemacht, der Lateinlehrer, was hat der gemacht? Der saß halt da und hat Zeitung gelesen, weil der hatte auch seinen exponierten Tisch und dass jeder irgendwie Dreck am Stecken hat und dass das keiner so aalglatt ist, ey, natürlich nicht. Woher soll es denn auch kommen? Dann auch dieses Eindringen mit Waffengewalt und was weiß ich was. Ich habe mich gefragt, verschiedene Sachen gefragt. Zum einen, wo ist denn zum Beispiel der Hausmeister an dem Tag? Kriegt der auch nichts mit? Warum, und das hat mich wirklich extrem gestört, du rufst bei der Polizei an, sagst, hey, hier ist eine Geiselnahme, es sind verschiedene Leute am Telefon und es heißt, ja. Ja, das wurde ja aber erklärt, warum. Aber das ist eine komplett schwachsinnige Erklärung, weil in dem Fall kommt die Polizei ihrem Auftrag nicht nach und das ist echt heftig. Und sich dann, ja, wir wollen hier schweres Geschütz und dann stehen die da vor der Türe bei dem Jungen zu Hause, mit dem Helm auf. Also ja, ich sag ja, die kamen nicht gut weg, die Polizei. Das war einfach komplett Panne. Ich weiß noch nicht, was das sollte. Das war einfach nur Polizei darstellen als die letzten Vollhonks. Auch dann bei dem Bub unter der Treppe da einmarschieren, beim Skaterpark. Oh, da haben die Bullen. Oh, tu musst mal weg. Ja, genau. Und da läuft eine Polizeimannschaft in voller Montur ein und alle machen, oh, wir machen einfach weiter, als ob es nichts wäre. Also komplett gaga, wirklich komplett gaga. Dann waren die zu wie viel? Zu fünft waren die da drin oder zu sechst waren die da drin und ein Mann mit einer Waffe, der mit dem Rücken zu denen stand. Die hätten den so locker und lässig überwältigen können. Völlig ohne Probleme. Also so vieles einfach wrap und auch dann am Ende die Auflösung. Da ist mir richtig das Blut nochmal hochgeschwollen, als dann es zum Ende kam. Weil es einfach nicht nur die Problematik zeigt, sage ich jetzt mal, von den Lehrern, die, und ich möchte nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich kenne selber noch so Fälle, da war, naja, der hat halt nichts abgebe. Und der hat halt keinen Ordner gemacht, der hat halt seinen Ordner nicht abgebe. Ja, mündliche Note, naja, der hat halt nie was gesagt. Ja, hast du nachgefragt, weil das ist deine Pflicht? Ha, also wenn der nichts sagt, ja genau, also die Pflicht des Lehrers ist dann auch, um eine mündliche Note zu bilden, den Schüler abzufragen oder den Schüler auch zu fragen. Und ja, es gibt es teilweise noch, aber halt so brutal überzeichnet. Nee, hat mich echt nicht abgeholt, hat mich so vieles nicht abgeholt. Mich hat es mehr aufgeregt, weil die Realität einfach eine andere ist. Und bevor jetzt irgendwelche Eltern auf die Idee kommen, einfach auch mal mit einer Pistole in die Schule einzumarschieren, nicht jede Polizeistation ist so rotzedämlich. Und Leute, geht ins Gespräch miteinander. Und das ist für mich die wichtigste Nachricht überhaupt. Geht ins Gespräch und geht mit den Kindern ins Gespräch. Ich mache, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Schüler, spreche ich mit den Eltern und mit dem Kind. Weil wir reden nicht über das Kind, sondern mit dem Kind. Es geht um das Kind und sonst niemanden. Es geht nicht darum, wie sich der Lehrer profiliert und, Entschuldigung für den Ausdruck, sich hier einen runterholt auf seine Noten, weil Noten sind das Beste. Noten sind einfach teilweise kompletter Schwachsinn. Und auf der anderen Seite geht es auch nicht um die Belange der Eltern, dass dann, oh, wir sind so schlechte Eltern oder oh, wir sind so tolle Eltern, weil unser Kind ist ja so klug oder oh, unser Kind ist so dumm und das kriegt dann nichts in der Schule. Nein, das ist euer Kind. Das unterstützt ihr gefälligst. Das ist euer Job. Und ihr seid für das da. Und nicht ihr macht die Schulsachen, sondern das macht euer Kind. Und wenn es um die schulische Karriere geht,
dann könnt ihr gerne eurem Kind beiseite stehen und ihr trefft mit dem Kind die beste Entscheidung. Nicht ihr trefft die beste Entscheidung. Ich würde mal gerne sehen, wie da draußen jetzt Leute rumgehen, wenn da jetzt irgendwie die Eltern anrufen, hier mit Mitte, Ende 40 oder so oder noch älter, also so wie der Erik, so Ende 60, und da ruft der Vater an und sagt, oh, ich habe übrigens beschlossen, du gehst da und dahin in die Ferien. Der würde sich auch bedanken und sagen, du kannst mir mal schlecken. Deswegen macht das mit den Kindern. Schließt die doch nicht aus da. Jetzt, um die geht's. Also redet mit denen. Und das ist auch was, was mich massiv gestört hat, dass man da so halber durchdreht. Aber ja, ich habe leicht reden. Meins kackt noch in die Windeln, deswegen mal gespannt, wie das wird. Wird auf jeden Fall eine spannende Schulzeit, aber insgesamt hat mich der Film tatsächlich mehr aufgeregt, wie das er mich unterhalten hat. Und das sollte nicht funktionieren. Deswegen gibt es auch von mir nur 4 von 10 Punkten, weil ich am liebsten Anke Engelke einfach nur ins Gesicht geschlagen hätte. Ihr habt überhaupt keine Darsteller genannt, ne? Ja. Jetzt also ja Anke okay. Engelke war ja die Musiklehrerin. Dann Florian David Fitz war der Sportlehrer. Nilam Farouk als die Referendarin, Sarah Schuster, die halt ja eine Referendarin spielt, die moderne Frau. Oh, ich nehme mir was, ach Gott, geh mir doch nicht auf den Zack. Thorsten Merten als der Manfred Prohaska, als der Vater. Dann Torben Kessler, Bernd Vogel, der Chemielehrer, der einfach einen Chemielehrer spielt, der stinkt. Und Justus von Donani, der Lateinlehrer. Also, ja, vom Cast her echt cool. Insgesamt, ich fand's zu viele Logikfehler. Hat mich zu sehr wirklich genervt. Ich glaube, als Theaterstück wäre es mal für einen Abend ein wenig unterhaltsam gewesen. Als Film funktioniert es für mich gar nicht. Ja, wenn dich das an irgendeinem Punkt triggert oder so, dann ja, ist man dann raus. Solche. Nicht nur an einem, Erik. Ja, oder an mehreren Punkten. Da kann ich verstehen, dass du da raus bist. Ja, für die, die jetzt nicht so tief in der Materie stecken, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe 8 Punkte gegeben. Ich fand den auch echt unterhaltsam. Und für die Sneak war der halt mehr als okay. Ja, weil ganz viel mit Klischees gespielt wird. Das will der Film ja. Es war auch so ein bisschen spannend und so die verschiedenen Fässer, die da aufgemacht wurden. Es war halt, wurde nicht langweilig, es ist halt nur ein Film. Ich meine, das. Ja, aber auf der anderen Seite weißt du, ja, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht. Ey Leute, die wären gar nicht mehr im Dienst, wenn das so wirklich wäre. Ja, wär. Also, das wissen ja, wir eben, doch alle. Das meine ich ja. Wenn du da irgendwelche Filme siehst, wo irgendwelche Polizisten irgendwie Selbstjustiz üben oder so, die wären auch nicht mehr im Dienst hier bei irgendwelchen Actionfilmen. Ja. Ja, genau. Kate, was gibst du? Also ich gebe mir 6 Punkte, weil ich ihn allem eigentlich gut fand. Mich hat der Film unterhalten. Ich fand Anke Engelke großartig in der Rolle. Und auch den Lateinlehrer gespielt hat. Ich fand diese stoischen, sturen Esel waren sehr, sehr gut gespielt. In der Beschreibung habe ich gelesen, die überengagierte Referendarin. Ich weiß jetzt nicht, wo die überengagiert war, weil die hatte eigentlich ein ganz, ganz paar gute Punkte, so, aber halt auch, naja, egal. Die waren ja alle nicht ganz knusper im Hirn. Also ich fand den alles in allem eigentlich gut, den Film. Er war halt komplett überzeichnet, wie der Chris gesagt hat. Und wenn ich das einfach weiß und mit der Prämisse den Film angucke und sage, ey, der nimmt das Ganze jetzt einfach mal aufs Korn, dann hat er für mich 6 Punkte verdient. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, aber nicht sehr gut. Ich habe sogar dem Eingeschlossene Gesellschaft genauso viele Punkte gegeben, wie der Film, den du gleich vorstellst. Ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Du meinst den Film Dog? Dog, das Glück auf hat 4 Pfoten, ist ein Film, der auch in der Sneak lief, wie der Erika schon angeteasert hatte, mit in der Hauptrolle Channing Tatum. Er ist ein Army Ranger, der sich aber gerade von einer Verletzung erholt und aber unbedingt zurück in den Dienst will. Und er geht seinem, weiß ich nicht, Redelsführer, weiß nicht, wie die Dinger heißen, seinem Chef auf jeden Fall ganz ordentlich auf den Wecker. Und er sagt immer, ja, wir brauchen hier erst die Bescheinigung, dann können wir sie wieder einplanen und keine Ahnung. Aber eigentlich wissen alle, dass der noch Pause braucht. Ja, dass es einfach die Hirnverletzung, die Gehirnerschütterung oder was es war, einfach zu krass war. Aber der Einzige, der das nicht wahrhaben will, ist eben Channing Tatum, also Jackson Riggs heißt er in dem Film. Aber sein Chef gibt ihm quasi einen Job. Und zwar ist ein Kollege, ein Gefallen im Dienst. Und der hatte einen Hund. Also
da gab es quasi einen Hund mit in der Staffel. Und dieser Hund soll bei der Beerdigung seines Kollegen dabei sein. Und da der Hund aber auch einen Schaden weg hat vom ganzen Kriegsgedöns, kann der nicht fliegen. Das heißt, man muss ihn dorthin fahren. Also gibt der Chef dem Channing Tatum die Aufgabe, den leicht psychisch gestörten Hund oder die Hundedame zu dieser Beerdigung zu fahren. Das ist eine Fahrt über 3-4 Tage, wenn ich das richtig mitbekommen habe, an die Pazifikküste oder an der Pazifikküste entlang. Und unterwegs passiert halt das ein oder andere. Sie treffen auf verschiedene Leute, freunden sich an, stellen gegenseitig fest, dass sie sich vertrauen können. Und im Endeffekt heilen sie sich gegenseitig. Und das ist unfassbar schön. Ich habe gedacht, ich heule die ganze Zeit während dem Film. Ich habe an einer Stelle kurz geweint. Aber die ging zum Glück nicht lang. die Einsicht kam dann sehr, sehr schnell. Und dann war es einfach nur noch schön. Und es war einfach, ja, die beiden sind halt zusammen, haben sie sich ihren Ängsten gestellt, ihren Dämonen und sind als Freunde und als Team daraus hervorgegangen. Und der Film ist extrem lustig, extrem traurig, extrem berührend und wunderbar. Einfach wunderbar. Ich kann den wirklich jedem, der Sky hat, ans Herz legen. Er macht Spaß, er ist unterhaltsam und richtig, richtig tolle Hündin. Also da haben sie wieder einen richtig, richtig tollen Schauspielerhund rausgesucht. Meine Lieblingsszene ist die in der Badewanne. Also das ist einfach, ich glaube, die Szene kommt auch im Trailer. Die ist einfach hervorragend. Das ist einfach so süß. Ja, angucken. Dog. Toller Film. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja. Channing Tatum hat ja auch hier Regie-Credit, hat aber zusammen mit jemand anders Regie geführt selber. Und ja, war ein guter Film, auch in der Sneak Preview. Kam der echt gut an damals und mir hat er auch gut gefallen. Der hat ja noch eine tragische Komponente, weil der Hund soll ja eigentlich danach, nach der Beerdigung, nachdem er da beigewohnt hat, wenn sein Herrchen beigesetzt wird, da soll er eigentlich dann eingeschläfert werden. Und deswegen, weil er eben ein Aggressionsproblem hat. Genau, und weil auch keiner den haben will, den Hund, weil der wurde halt dafür trainiert zu töten. Der war halt mit in Afghanistan, mit der Einheit von Channing Tatum und geht dann halt auch manchmal ganz schön ab wie Schmidts Katze. Da gab es eine Szene, die fand ich ein bisschen komisch da, bei diesen komischen Weed-Bauern da. Die war rausgefallen irgendwie aus dem Ganzen, aber ja, insgesamt toller Film, 8 Punkte von mir auch. Sie hat halt gerochen. Chris, du hast ihn noch gar nicht gesehen, ich ne? Ich gebe 9 Punkte. Achso, sorry. Ja, 9. Okay. Chris, du hast ihn noch gar nicht gesehen, oder? Nee, der fehlt mir noch. Das habe ich diese Woche tatsächlich auch noch geschafft. Oh ja, guck mal rein. Ich glaube, du bist ja auch ein Hundemensch. Da kannst du mal reingucken. So, ich rede mal ganz kurz über Secret Headquarters, den es auf Paramount Plus gibt. Und ja, da ist er nämlich, der Hund. Secret Headquarters, der sah so geil aus, das Poster. Und immer, wenn ich Paramount Plus angeworfen habe, kam das irgendwie, wurde mir empfohlen. Der Film mit Owen Wilson beginnt sehr geil, dass Owen Wilson im Wald sowas Komisches entdeckt. Das sieht so außerirdisch aus. Und dann bekommt er da irgendwas. Und dann macht der Film so einen kleinen Cut. Und wir erfahren dann, dass es auf der Welt, auf der ganzen Welt immer irgendwie einen Wächter gibt. So heißt das, ein Wächter, so eine Art Superheld, der immer, wenn irgendwelche Katastrophen passieren. Der Torwächter oder der Schlüsselmeister? Nee, nur der Wächter. Der immer, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, da den Leuten hilft oder irgendwelche Katastrophen abwendet. Und das spielt halt dann noch schon einige Jahre, nachdem Owen Wilson da dieses Ding gefunden hatte. Und wir erfahren dann, dass Owen Wilson eben, weil er offensichtlich dieser Wächter ist und da auf der Welt unterwegs ist, hat er seine Familie vernachlässigt. Er hat einen kleinen Sohn und seine Frau, die wollen nicht mehr so viel von ihm wissen, weil er, ja, seine geheime Identität ist halt, dass er ständig auf Arbeit ist und irgendwo hin muss und auch kurzfristig, wenn er seinen Sohn irgendwas macht mit ihm da irgendwo, wenn sie irgendwo sind, kriegt er plötzlich irgendwie einen Anruf oder eine Nachricht auf sein Telefon. Er muss dann plötzlich irgendwo hin. Und der Sohn muss wieder abgeholt werden, der findet das auch nicht so toll.
ja, eines Tages ist er halt der Sohn auch mal wieder bei ihm zu Hause, bei Owen Wilson in dem Haus, und sie wollen das Wochenende verbringen. Owen Wilson bekommt wieder einen dieser ominösen Anrufe, muss weg, und der Sohn sagt, er lässt sich von seiner Mutter abholen, was er nicht tun lässt, sondern er lädt Freunde ein, und sie sind dann halt in diesem tollen Haus von Owen Wilson und entdecken dann zufällig einen Aufzug, der sie runterführt in dieses Secret Headquarter, und dann wird es so eine Art Spy Kids, und das fand ich scheiße. Und bis dahin fand ich ihn richtig gut, den Film, und er hat Spaß gemacht. Und dann wird das so Spy Kidsig, weil die dann alles ausprobieren, was er da so hat an diesen ganzen Artefakten. Dann haben sie so eine Art 3D-Drucker, der irgendwie so tolle Rüstungen und Waffen und sowas drucken kann. Und ja, und dann werden sie natürlich auch mit involviert, weil es gibt einen Bösewicht, gespielt von Michael Peña, der für so eine Waffenfirma arbeitet, der will das eben auch haben. Und ah, nee, dann habe ich mich so oft dann geärgert. Da ging es mir wahrscheinlich wie ein Chris bei eingeschlossener Gesellschaft oder so. Das war, der fing so gut an und da war so viel Geld in dem Film, und dann haben sie es einfach ab einem bestimmten Punkt verkackt, weil es einfach zu Kinderzeug wurde. Wahrscheinlich gefällt es Kindern ganz gut, der Film. Deswegen will ich nicht zu hart urteilen, aber für mich als Erwachsenen maximal 5 Punkte. So, Kate, du hast noch Firestarter geguckt. Was gibt's da zu sagen? Genau, der ist eigentlich relativ nominiert für die Goldene Himbeere. Ja, kann ich auch verstehen, warum. Also, es geht in Firestarter um das Mädchen Charlie, gespielt von Ryan Keira Armstrong, kannte ich vorher nicht. Und die verfügt über spezielle Fähigkeiten, und zwar pyrokinetische Fähigkeiten. Das bedeutet, sie kann Sachen mit ihren Gedanken in Brand stecken. Blöd an der Sache ist nur, dass sie halt ein Kind ist und ihre Gefühle nicht im Griff hat und somit auch nicht ihre Kraft. Und ihre Eltern, der Vater Andy, gespielt von Zac Efron, und die Mutter Vicky, gespielt von Sydney Lemon, sind auf der Flucht ihretwegen. Also die haben damals bei so einem Experiment mitgemacht, also bei so Laborversuchen, und haben dann eben auch spezielle Fähigkeiten entwickelt. Und als sie dann ein Paar wurden und ein Kind bekommen haben, hat dieses Kind automatisch Fähigkeiten bekommen. Also die wurde damit geboren und nicht, ihr wurde das nicht zugefügt wie bei ihren Eltern. Ja? Und deswegen ist natürlich die ganze Firma, die da dahinter steckt, hinter diesem Kind her, um rauszufinden, wie das funktioniert und wie man das machen kann. Und auf ihre Flucht und auch immer wieder ein neues Leben anfangen irgendwo, stoßen sie halt immer wieder auf das Problem, dass das Kind halt ihre Gefühle nicht im Griff hat, aber ihre Eltern ihr auch nicht beibringen, wie sie das macht, also wie sie ihre Kräfte richtig einsetzt. Und das Ganze eskaliert dann eben, weil sie wieder mal gefunden werden von der Organisation und die Kleine mitten in der Pubertät steckt oder das losgeht mit der Pubertät und das ein oder andere in Brand steckt. Und es gipfelt darin, dass man sie findet. Und dann ist die Frage, was passiert als nächstes? Und das will ich natürlich nicht verraten. Was sich an sich ganz cool anhört und auch ganz cool liest, ist tatsächlich ehrlich gesagt relativ langweilig. Denn ich habe mir wesentlich mehr Spannung, wesentlich mehr Action gewünscht. Ja, sie setzt ein paar Sachen in Flammen und ja, sie kann böse gucken und Zac Efron macht es als Vater eigentlich ganz gut, aber ansonsten ist der relativ unspektakulär und vorhersehbar, der Film. Ich hatte mir irgendwie mehr Wumms erhofft. Vor allem Stephen King-Roman Feuerkind ist die Vorlage. Und hatte schon mal eine Verfilmung, Der Feuerteufel hieß der. Den habe ich nicht gesehen, aber mit Drew Barrymore habe ich gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der besser ist, aber ja, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, muss ich sagen. Der war jetzt natürlich auch kein absolutes Highlight, aber ja. Ich fand ihn zumindest okay. Also es ist ja schon viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe mir einfach mehr erhofft. Und ich habe irgendwie gedacht, der ist düsterer und also brutaler. Was? Hallo? Hallo? Da war sie weg. Da ist sie weg. War zu brutal. Ja, war zu brutal. Mehr habe ich auch nicht gehört mehr. Ich gehe mal gucken, kleinen Moment. Okay.
Hallo? Ja, da bist du wieder. Ja, sorry. Wann ich habe nichts gemacht. Ich war einfach da. Okay, mach nochmal weiter. War irgendwie zu brutal oder sowas? Nee, er war irgendwie nicht brutal so, genug. Okay. Ich finde ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Weil ich hatte mir einfach viel mehr Düsternis und viel mehr Kräfte gewünscht. Also, weil der Vater, der hatte ja auch Kräfte. Die waren schon ganz cool, aber die waren halt auch so, weiß ich nicht, langweilig eingesetzt. Ich meine, ich glaube, da hätte einfach viel mehr gegangen. Und viel mehr Action, viel mehr Düsternis. Wenn ich mich da richtig erinnere, war der Film mit Drew Barrymore jetzt auch nicht so heftig. Also es war halt eher so eine, ja, so eine subtile Bedrohung, weil sie eben ja so Feuer entfachen konnte und so. Ja. Puh, ja, warum er den jetzt unbedingt remaken musste, ohne jetzt was Neues hinzuzufügen. Ich fand ihn auf jeden Fall ein bisschen schade, traurig. Schauspielerin, die Kinderschauspielerin hat mir auch nicht gefallen. Ja, deswegen war die auch eigentlich nominiert für die Goldene Himbeere, aber man hat es dann wieder zurückgenommen, weil das so ein, man wollte dann Kinder nicht so mobben. Also, ja, das kann ich wiederum aber verstehen. Also, dass man das zurückgenommen hat. Ja. Und weil das Kind hat sich auch Drew Barrymore dafür eingesetzt. Ja. Das ist auch okay so. auf Instagram. Ja, also ja. Von dir, welche Wertung, Firestarter? Boah, ich gebe ihm, glaube ich, 4 Punkte. Okay, das ist ja noch relativ okay. Ja. Okay. So, ich habe eine News mitgebracht, die mir zugespielt wurde. News. Und zwar, demnächst ist ja die Berlinale und jetzt kam sie mir in eine News geschickt hier. Passend zum Start der Berlinale präsentiert La Cinéthèque, das ist eine Streaming-Plattform für so ein bisschen besondere Filme, ich werde es auch mit verlinken, eine Reihe, die heißt Young at Heart, Coming at Age at the Movies, also Filme über das Erwachsenwerden. Und da haben sie 17 Filme in dieser Mediathek drin, auf La Cinéthèque, die man sich da anschauen kann, die ausgewählt worden, kuratiert worden von bekannten Regisseuren oder Filmschaffenden. Und es steht hier im Fokus, Coming of Age, werden 17 Filme zu sehen sein, die die Gefühle, Ängste, Sorgen des Heranwachsens in Klammern wieder entdecken lassen und dabei selbst nie alt werden. Ja. Da sind zum Beispiel so Sachen drin wie Auf das, was wir lieben oder Jeder für sich und Gott gegen alle, Lärm und Wut, Vogelfrei und diverse andere hier von Volker Schlöndorff, Die Blechtrommel und so weiter. Kann man da schauen, ich werde es mit verlinken. Und ja, könnt ihr einige von diesen Arthouse-Klassikern durchaus mal nachholen, wenn ihr die noch nicht kennt. So ist zum Beispiel dabei Die Reifeprüfung, hauptsächlich wegen dem Song mittlerweile bekannt. Leon der Profi, Donnie Darko ist mit dabei. Also richtig gute Sachen. Donnie Darko mag ich sehr. Wer es mit verlinken, viel Spaß damit. Und jetzt geht's zu diesem kleinen Indie-Game. Games. Ausnahmsweise hat die Kate mal eins mitgebracht. Yeah! Darfst du an Chris seine PS5 ran? Ja. Hallo, ich spiele natürlich PlayStation 5 und zwar seit Freitag. Freitag. Der Chris war nämlich ein Schatz und hat mir zum Geburtstag er hat es mir geschenkt, aber da war das Spiel noch nicht raus, so rum. Das Spiel Hogwarts Legacy geschenkt. In der Hoffnung, dass ich endlich mal anfange zu gamen. Und es könnte funktionieren. Denn ich habe es angedaddelt und es ist sehr, sehr cool. Ganz grob, worum es geht, man erschafft quasi einen Charakter. Die Welt ist halt so 100 Jahre vor diesen ganzen Harry Potter Ereignissen. Das heißt, die Lehrer sind andere, die Professoren sind andere, die ganze Schule sieht noch ein bisschen anders aus. Ein paar Namen kommen einem bekannt vor, weil es halt irgendwelche Vorfahren sind von Harry Potter Charakteren. Aber ansonsten ist es quasi so eine eigene Welt. Ne? So. Und man erstellt sich einen Charakter
Und dann kommt man in das Tutorial-Video, wo es halt darum geht, dass dein Charakter hat eine bestimmte spezielle Fähigkeit, kann alte Magie sehen quasi und wird in so eine Geschichte reingezogen, wo es darum geht, dass ein Artefakt gefunden werden muss und auch die böse Seite daran Interesse hat und jetzt das Mädchen finden will oder die Person, also den Zauberer finden will, den du verkörperst, damit der quasi dieses Artefakt findet. Das ist nur so das Tutorial. Und dann geht es halt darum, dass du halt dein Charakter steigt im 5. Jahr in Hogwarts ein, und du fängst an, Zauber zu lernen, du lernst die Schule kennen, nimmst am Unterricht teil, findest magische Dinge in der ganzen Schule, lernst Zaubersprüche, die du dann auch auf dem Gelände anwenden kannst. Du kannst durchs ganze Schloss laufen, du kannst aber auch kleine Flohpulverstationen benutzen und dann von einem Punkt zum anderen hin hüpfen, quasi im Schnelllauf. Du kannst nach Hogsmeade reinlaufen und dort die Welt erkunden und deine Basics, also Zaubertränke kaufen und du musst dann, eine der Quests ist, dass du da halt hingehst und dann nochmal ein bisschen Schulausstattung kaufst und deinen eigenen Zauberstab bekommst. Chris, also es ist ein bisschen anders vom Ablauf her. Chris, was war? Chris, ist das so ein Looten- und Leveln-Ding oder muss man Nee, es ist Open World. Es ist tatsächlich Open World. Ja, es ist Open World. Alle möglichen. Aber sie beschreibt schon richtig. Also bist du da, sehr, sehr viel. Kate, bist du da in einem Online-Multiplayer? Siehst du andere Spieler, mit denen du da sprechen kannst? Nee, okay. Nee. Das, ich glaube aber, das kommt noch. Ich weiß, oder das könnte vielleicht noch kommen, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass du eigentlich eine Quest hast, eine Hauptquest, der du folgen kannst, oder eben lauter Neben- und zusätzlich lauter Nebenquests. Ja? Also wenn du dann zum Beispiel die Schlosskarte aufmachst, sind da mehrere, siehst du halt immer überall mit so einem gelben Flaggen gekennzeichnet deine Hauptaufgaben, wo du hin musst, aber auch weiße kleine Fahnen, wo überall kleine Sachen versteckt sind, die du noch machen kannst. Nebenquest. Und ich habe jetzt von einer Freundin, die das auch gespielt hat und die es auch schon vorher spielen konnte, erfahren, die durfte da jetzt auch drüber reden, habe ich erfahren, dass zum Beispiel du, wenn du einen bestimmten Zauber gelernt hast, dann kannst du erst bestimmte Sachen machen. Also ich muss zum Beispiel jetzt erst den Zauber Unsichtbarkeit lernen, damit ich die Truhen öffnen kann, wo Geld drin ist. Und mit dem Geld kann ich mir dann im Laden Zaubertränke kaufen, Heiltränke kaufen. Ich musste zum Beispiel auch schon zweimal kämpfen. Also ich musste einmal gegen so Ritter kämpfen, aus Stein, die lebendig worden sind. Das war ganz furchtbar. Lustig. Und dann in Hogsmeade ist plötzlich ein Troll aufgetaucht, gegen den ich kämpfen musste. Und ich drücke halt wie verrückt einfach auf Knöpfe. Gib dir einen kleinen Tipp. In solchen Games ändert sich meistens die Musik, wenn da irgendwie was in der Nähe ist. Was ja. Ja, ja. Ja, und ich, also man lernt halt die Zaubersprüche kennen und dann muss man halt so kleine Aufgaben erledigen. Zum Beispiel, also gestern hat mich was gekillt. Da gab es die Aufgabe, ich habe einer Schülerin geholfen, ihre Koboldsteine zu finden, die ihr geklaut worden sind und wo im Haus versteckt worden sind. Und ich bin dann da durch Hogwarts gelaufen und habe die Koboldsteine gesucht. Und da musste ich so viele Wendeltreppen laufen, mir ist so schlecht geworden, weil ich die ganze Zeit mit der Figur mitgelaufen bin, die Wendeltreppe runter, Wendeltreppe, Wendeltreppe runter, Wendeltreppe hoch, Wendeltreppe runter. Mir ist total schlecht geworden. Ich habe dann die Quest beendet und Pause gemacht. Ja, ich sitze auch relativ nah am Fernseher, weil ich auf dem Gymnastikball sitze, weil unsere Tochter ja momentan nur ruhig ist und schläft, wenn man auf dem Gymnastikball sitzt und wippt, was ich aktuell übrigens auch gerade tue. Hast du schon den Hut aufbekommen? Ich habe einen Hut aufbekommen, selbstverständlich. Wir haben vorher, also man darf sich in dem Spiel sein Haus selber aussuchen. Ah, also du kannst nämlich auch den Weg wählen, böse zu werden. Mhm. Ja, also du kannst mit deinen Entscheidungen treffen, was für eine Person du werden willst. Du kannst auch eine eingebildete Person spielen. Da gibt es immer Antwortmöglichkeiten, wenn du eben irgendwie mit jemandem interagierst und dich mit einem anderen Schüler unterhältst. Dann kannst du immer entweder eine zickige Antwort geben oder eine böse Antwort oder eine liebe Antwort. Das kannst dich so ein bisschen entwickeln in dem Spiel. Und als es dann darum ging, dass wir ein Haus, also ich mir ein Haus aussuchen muss, hat der Chris vorher online ein Game aufgemacht, wo man quasi Fragen beantwortet und dann einem Haus zugewiesen wird.
Mhm. Und dieses Haus habe ich dann gewählt im Spiel. Okay. Das ist aber natürlich schade, wenn das nur so Single, also wenn du nur selber das spielst und nicht anderen Leuten begegnest oder ich so. Ich habe gerade nachgeguckt sogar. Also es ist auch nicht geplant, dass ein Multiplayer kommt und Quidditch fehlt ja auch. Also. Ja, Quidditch fehlt auch. Aber man kann trotzdem fliegen. Cool. Das wäre natürlich cool, ja? Wenn du da anderen begegnen könntest in der Welt und so. Ja, aber gut, ja, das natürlich. Hat natürlich gleich wieder einen ganzen Rattenschwanz an. Du musst natürlich dann Sicherheitsmechanismen einführen und so weiter. PvP wäre cool. Oder mit Zaubersprüchen gegen andere kämpfst dann. Ja. Und also es gab wohl mal einen Modus, als das Ganze noch im Test war, wo du quasi den Todesspruch, also den tödlichen Zauberspruch lernen konntest und dann einfach alle killen konntest auf dem ganzen Schloss. Hm, okay. Das, also die ganzen NPCs quasi killen konntest. Das war lustig. Das war wohl lustig, hat die Person mir erzählt. Aber das geht nicht mehr. Kate hat übrigens NPC richtig verwendet, möchte ich mal kurz an der Stelle betonen. Sehr gut. Sie lernt sehr schnell. Nein, das habe ich nicht aus dem Game. Das habe ich aus dem, glaube ich, 6. Mal anhören des wunderbaren Hörbuchs Ready Player One. Wird denn der Controller, der PS5-Controller, der hat auch so spezielle Funktionen, wird das gut eingesetzt da? Das ja. So, ja. Macht Spaß. Ja. Okay, mit diesen. Ja. Ja, cool. Ja. Kannst du also empfehlen, Hogwarts Legacy gibt's ja, habe ich gerade nachgeschaut, gibt's sogar auf dem PC. Ich dachte, gibt's das ist auf ein bisschen PC, PlayStation 5. Und ich glaube auch Xbox, oder? Stimmt. Ich weiß Stimmt. Nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich find's cool. Ich werde nachher wieder eine Stunde oder so spielen, bis mir wieder schlecht wird. Und ist cool. Gut, werden wir vielleicht ja irgendwann nochmal davon hören, wenn du dann weitergekommen bist. Und ja. Okay, dann sind wir ja schon in dem Bereich Sonstiges und ich hatte ja letztens mal berichtet über Modo, könnt ihr euch erinnern? Ja, 1-2 Polizei und so, ne? Ja. Und da hatte mir dann jemand was geschrieben, habe ich da mal gelesen, denn bei Modo heißt es jetzt, Achtung, Siebenacht, gute Nacht. Der ist nämlich schon gestorben, der gute Mann. Ja, 2013, er lebt gar nicht mehr. Also das hast du gerade so nicht gemacht. Ernsthaft jetzt? Hat so gut gepasst. Ja. Erik. Meine Güte. Ich distanziere mich hier an dieser Stelle. Von ja, leider ist das schon, weil ich habe ja gefragt, was macht der jetzt eigentlich so? Und da hatte mir jemand den Artikel weitergeleitet. Tja. Wollte ich nur noch mal nachreichen. Und wenn wir einmal beim Thema Musik sind, können wir auch gleich mal noch in unsere Spotify-Playlist etwas befüllen. Music. Was ist denn das, was die Kate hier? Ich habe einen Ohrwurm und ihr müsst jetzt alle mit mir leiden. Ich habe diesen Ohrwurm heute schon Chris weitergegeben und der dann so, hey, da hast du ja einen perfekten Musiktipp heute und deswegen kriegt ihr den jetzt auch und zwar von Pulcino Pio, das kleine Küken piept und das Ding ist halt einfach 10 Jahre alt. Klingt nach aber ist mir egal. Kinder-Disco in einem Resort, Erik, wenn in du das Club, nicht kennst, dann weiß ich auch nicht, wo du vor 10 Jahren warst, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, ich spiele es mal kurz an, also nur für mich jetzt auf dem Kopfhörer. Hä? Achso, Moment. Jetzt. Nee, kenne ich nicht. Wirklich. Okay, krass. Nee. Ich kenne so Weo. So ein Scheiß, da das hörst du manchmal. Das ist nochmal was anderes. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das kleine wirklich ein Kinderlied Krokodil. Ist, sondern das oder ist einfach... Das mit dem Hai oder so, das Lied, den Scheiß kenne ich alles, aber das Baby nicht. Baby Shark. Ich kann sogar den Tanz dazu. So, den hat mir mein Neffe bald gebracht. Chris, was packst du drauf? Am Freitag gab es einen Release von einem Song, der noch nicht wirklich veröffentlicht war, von Linkin Park, und zwar von Linkin Park Lost. Mhm, muss ich auch mal reinhören, kenne ich noch gar nicht. Und es gab auch einen neuen Release von der Single vom kommenden Depeche Mode Album, nämlich Ghosts Again, und da freue ich mich dann schon sehr auf die Konzerte dieses Jahr. Packe ich auch auf die Playlist drauf. So, da sind wir schon wieder durch heute. Jede Menge Filme gehabt. Ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr da irgendwie Kommentare, dann schreibt es auf kinocast.net oder kontaktiert uns über die vielen sozialen Medien, die es gibt. Und
ja, danke auf jeden Fall an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen, die das teilen, die uns ein paar Sternchen geben und so weiter. Ihr seid die wahren MVPs. Genau. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Sehr gerne und auf Wiederhören. Tschö mit Ö. Der Kinocast.